Das sind die letzten Anweisungen für Koke und Benjamin Stambouli. Die beiden müssen in die Küche und gefüllte asiatische Teig- bzw. Nudeltaschen kochen. Dumplings werden in China geliebt. Für Koke und Stambouli ist die gekochte Gaumenfreude eher Herausforderung, obwohl Koke gerne in der Küche ist. Ich liebe es zu kochen, aber dafür brauche ich Zeit. Gerne auch mal 2 Stunden und die nutze ich dann für das Mittag- oder das Abendessen. Ja, ich liebe es wirklich zu kochen und die Zeit in der Küche zu verbringen. Hast du es denn jetzt schon probiert? Nein, das habe ich bisher noch nicht. Ich kenne es nicht und bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher. Wahrscheinlich gebe ich es den anderen. Da hätten wir doch die erste Sache geklärt. Essen ist Leidenschaft, die für Benjamin Stambouli Leidenschaft. Aber der Franzose gibt nie auf und das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Du kannst gucken, ne? Das ist nicht schlecht, aber ein bisschen schwer am Anfang. Nach, das ist... Schön. Möchtest du es essen? Auch wenn McKennie, Nastasic und Naldo wahrscheinlich anderer Meinung sind, es haben sich alle Gäste über die Teigtaschen gefreut. Erwin war auf jeden Fall begeistert und hat den Teller möglicherweise allein aufgegessen.